Wir führen zur mittleren Reife mit Deutsch, Mathe, Englisch, Religion, POVI. Wir führen zum Abitur, zur Fachhochschulreife mit den klassischen allgemeinbildenden Fächern. Aber, und das ist das Entscheidende, immer mit dem Plus der Wirtschaftslehre. Wir sind alle in unserem Alltagsleben von der Wirtschaft umgeben. Unsere Kaufentscheidungen, alles hängt von Wirtschaft ab, wird davon beeinflusst. Und insofern versuche ich in meinem Unterricht einfach dieses Alltagswissen, was die jungen Leute jetzt schon haben, schon mitbringen, auf diese volkswirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Modelle zu übertragen. Angefangen habe zu studieren, aber ich habe dann halt gemerkt, dass das Studium mir nicht so gefällt, weil ich diese ganze nur Theorie, das war irgendwie nicht so mein Ding. Deswegen habe ich mich auch dann entschieden, eine Ausbildung zu machen. Wirtschaft interessiert mich sehr. Dazu ein paar Sachen am Computer, die man sonst, denke ich mal, auch kaum in der Schule lernt, wie Sachen mit Excel. Wirklich eins der auffallendsten Merkmale, die ich direkt in der 11. gemerkt habe, dass von allen möglichen Schulformen die Leute hierher kommen und alle neu anfangen. Und das, finde ich, macht eine sehr positive Atmosphäre. Ich freue mich, jeden Morgen wieder hierher zu kommen und freue mich auf meine Schüler, auf meinen Unterricht. Also der Unterricht bei uns an der Feldbergschule sieht so aus, dass wir nochmal komplett von vorne anfangen. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler Vorerfahrungen mitbringen. Wenn man dann hinter die Zahlen guckt, hat es immer was mit Menschen zu tun. Im Englischbereich kann man das Cambridge Certificate of Proficiency erreichen. Die Prüfung wird dann bei zentralen Prüfungszentren abgenommen. Ähnlich läuft es bei dem Französisch-Zertifikat, das ist das DELF-Zertifikat. Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir in den einzelnen Bereichen, ob wir jetzt von den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung reden, von der Berufsfachschule, von der höheren Handelsschule, von der Berufsschule, Gymnasium, Fachoberschule, wir bilden überall Teams. Also ich muss sagen, dass ich allgemein einen sehr positiven Eindruck von der Schule habe. Die Feldbergschule hat mir auf jeden Fall einen Neuanfang geboten, weil man nach der 11. Klasse nochmal komplett neu starten konnte. Dadurch, dass man versteht als Schüler, dass die Wirtschaft eine ganz, ganz große Relevanz in unserer Gesellschaft hat, wird wirklich die Bedeutung des Faches für die Schüler immer deutlicher und damit steigt auch die Motivation. Ich möchte, dass die Schüler einen Ausgleich haben auch zu dem Gemeinschaft ist auch auf jeden Fall sehr gut an der Schule. Man hat halt den Vorteil, dass man ja von ganz vielen unterschiedlichen Schulen kommt und das erste Jahr nochmal gemeinsam im Klassenverband verbringt.